Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. Mit dem neuen Format, dass wir heute uns komplett auf unseren Gast konzentrieren können, erstmalig in dieser Art und Weise. Und da kann ich auch direkt den Ronny Stöck begrüßen. Hallo Ronny. Hallo Jens. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja auf der Campix kennengelernt, sozusagen. Also genau. Wo du einen wirklich schönen Vortrag gehalten hast, warum ich ja auch gleich gesagt habe, du kannst dann unbedingt damit in unseren Podcast kommen. Und ich habe es auch nicht vergessen, wie du gemerkt hast, auch wenn es ein paar Monate gedauert hat. Ist kein Problem, habe ich mich gefreut. Genau. Und warum das Ganze? Aus dem ganz einfachen Grund, weil dieser Vortrag, du hast es genannt, klassisches SEO. Und genau. Ich habe so ein bisschen gesagt, ist ein bisschen so klassisches, eher so SEO-Basics, die man aber, wenn man so ordentlich umsetzt, halt einfach zum Erfolg führen. Und das war wirklich sehr, sehr schön vorgetragen, jenseits von allen Rocket Science sonstigen Ansätzen. Und es hat mir einfach extrem gut gefallen. Und ich dachte, den kann man hier auch mal in Ruhe durchdiskutieren. Aber vorher mal so ein paar Worte zu dir. Stell dich mal vor unseren Hörern für den Fall, dass dich irgendjemand nicht kennt. Okay, also ich bin Ronny. Ich arbeite in Dresden bei der Webneo GmbH. Wir sind eine Internetagentur mit Full Service im Grunde im Online-Marketing und machen nebenbei auch noch JTL-Shops und Shopware. Zum Thema SEO bin ich damals während meines Informatikstudiums gekommen. Damals noch ohne Plan, was ich mit diesem Studium mal mache. Habe dann im Verlauf des Studiums so die Suchmaschinenoptimierung mit kennengelernt und fand das eigentlich ganz interessant, sodass ich mich dann über Bücher mehr dazu belesen habe und dann eigentlich in diesem Thema gelandet bin. Genau. Jetzt bei Webneo mache ich im Grunde beim Online-Marketing eigentlich alles, wobei natürlich mein Fokus auf SEO liegt und dort auch schwerpunktmäßig auf die lokale Suchmaschinenoptimierung. Genau, das wär's so zu mir. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Was war so irgendwie dein spezieller Fuck-up im Leben? Fragen wir immer gerne mal. Also ich glaube, so einen richtig schlimmen Fuck-up hat es eigentlich noch nicht wirklich gegeben. Klar gibt es immer mal wieder ein Projekt, wo man sagt, hätte besser laufen können, wo vielleicht der Kunde auch anders hätte abgeholt werden können oder wo einfach mal was schiefgelaufen ist und man es relativ spät irgendwie erst gemerkt hätte. Aber dass ich sage, da ist jetzt komplett was in die Hose gegangen, das gab es eigentlich so noch zum Glück noch nicht. Genau, zu den Erfolgen brauche ich ja nicht viel zu sagen. Das haben wir dann gleich wenn du deinen Case vorstellst. Und aber trotzdem so die Frage, was ist so Inspiration für dich? Inspiration. Also ich schaue natürlich, was andere große SEOs oder bekannte SEOs machen, gucke deren Projekte an, eventuell auch, was haben die zuletzt gemacht, warum es die und die Entwicklung vielleicht gibt, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Und da versuche ich dann natürlich schon die Learnings mit für mich auszuziehen. Cool. Kann man zurück auf die Campix. Da du ja nicht nur einen Vortrag gehalten hast, sondern auch Gast warst, was war da dieses Jahr so für dich so der coolste Vortrag, wo du am meisten auch mitnehmen konntest? Also es gibt ja zwei Sachen. Erstens, man kommt raus und sagt, wow, das war cool, aber man kann es jetzt nicht transformieren. Und das Zweite ist, wo du sagst, wow, das hat mich wirklich auch in meiner Arbeit irgendwie weitergebracht. Und das Letztere wäre mir wichtiger. Okay, also cool war natürlich wie immer die Ride-Session. Da kann man immer ein bisschen was mitnehmen, auch für Kundenprojekte. Ansonsten hat mich dieses Jahr eigentlich sehr das Thema AMP interessiert, sodass ich da eigentlich auch den einen oder anderen Vortrag mitgenommen habe und die Sprachsuche, weil ich das dann auch für die Zukunft für ein Thema mithalte im Bereich SEO, wo wir mit hingehen sollten. Cool, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Und auch immer schön zu sehen, Lieblingsfachbuch. Auch genau, jenseits vom SEO gibt es Leute, die sagen, oh, hier vier Stunden Woche finde ich am coolsten, weil es klingt nach wenig Arbeit oder so. Gut, also Fachbüchern definitiv, klar, der Sebastian Erlhofer. Das ist damals auch mein Einstiegsbuch gewesen in dem Bereich. Das kann man definitiv immer wieder mit empfehlen. Der Online-Marketing-Manager mit vielen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen kann man empfehlen.
Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, für jeden Fach. Das ist vom Felix Beilharz, das Buch, oder? Genau, richtig. Okay, klar, gut. Ich habe das selber noch nicht gelesen. Entschuldigung, Felix. Also das, ich habe mich mangels etwas an der Zeit, aber ich habe es mir immer gemerkt, von wem es ist. Der Online-Marketing-Manager war das, gell? Genau, richtig. Genau. Genau, und ansonsten wir eigentlich in den verschiedensten Fachbereichen gibt es letztendlich ja so das ein oder andere gute Buch, sei es jetzt Google Analytics, Google AdWords, ob man sich jetzt mit Social Media beschäftigt, mit Content Marketing, da gibt es dann die verschiedenen. Genau, aber können wir dann auf jeden Fall mal verlinken, Online Marketing Manager, der Erlhofer ist sowieso schon tausendmal bei uns verlinkt, aber den hat man noch nicht als Empfehlung, der gute Felix, das ist ja ein guter, also danke dafür. Würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu dem, um was es geht. Den Case hast du gemacht, noch bevor du bei deinem jetzigen Job warst, der Webneo. Ganz kurz, vielleicht noch mal drei Worte zur Webneo, die kannte ich nämlich vorher auch nicht. Also das, du hast ja gesagt, Web ist schon eine Full-Service-Web-Agentur, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Genau, richtig. Also wir sind 15 Leute verteilt auf Online-Marketing und Entwicklung und machen im Marketing, Online-Marketing-Bereich eigentlich dann alles. Also der Kunde kann bei uns Newsletter-Marketing genauso bekommen wie Google AdWords-Optimierung, Bing Ads. Klar, das Thema SEO natürlich ganz groß. Aber natürlich auch den technischen Part. Das heißt, wir haben Entwickler, die sich mit den verschiedenen CMS-Systemen entsprechend auskennen oder wo wir natürlich dann auch wieder ein Netzwerk dahinter haben, wo wir Freelancer bei uns unterstützen können, sodass da eigentlich der Kunde bei uns das volle Angebot bekommt. Eher regional ausgerichtet oder doch? Das ist unterschiedlich. Also wir haben zum einen natürlich einen Fokus auf sowohl regionale Kunden, aber dadurch, dass wir natürlich auch als Shopware-Partner und JTL-Partner zertifiziert sind, kriegen wir da natürlich auch aus komplett Deutschland entsprechende Anfragen und Kunden. Ach so, klasse Shopware. Also das sind auch die Systeme, und mit denen ihr da unterwegs seid. Zum Großteil, genau. Cool. Und im jetzt jenseits vom Shop, so Content-Management-Systeme, was sind da die Stärken? Also klar, WordPress haben wir relativ viele Entwickler, die das entsprechend können. Typo 3 haben wir noch die entsprechende Erfahrung mit im Unternehmen, aber dann wird es auch schon etwas weniger. Aber ich sag mal, in der Regel kommt ja der Kunde, wenn dann eben mit einem WordPress-System. Absolut. Das stimmt. Wobei Typo 3 ja auch ziemlich verbreitet ist. Das ist richtig. So. Danach kommen die ganz schlimmen Sachen. Ja, richtig. Das will man auch nicht mehr erwähnen. Cool. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit deiner Präsentation. Und die hängt auch, also die, für alle Zuhörer, wir verlinken den Link auf Slideshare, weil der liegt hier auch. Und würden sagen, geh mal durch. Aber wie gesagt, du hast es damals noch unter deinem, als Inhouse-SEO gemacht, richtig? Genau, richtig. Also das Projekt ist damals noch Inhouse-Projekt gewesen. Ich war damals bei der Herole GmbH angestellt, das ist ein Anbieter für Klassenfahrten, und dort war halt so ein Zweitprojekt, aufgrund dessen, dass natürlich nicht das ganze Jahr über Klassenfahrten stattfinden, dass wir Busse übrig hatten, und da gab es halt das Projekt busmeister.de. Genau, und dafür haben wir dann eigentlich das SEO gemacht, mit einer komplett neuen Strategie, und daraus ist dann dieser Case entstanden, den ich präsentiert habe. Cool, dann übergebe ich jetzt erstmal an dich. Ich hau dann so ab und zu mal rein, wenn man denkt, man kann noch irgendwas nachfragen. Aber ansonsten erstmal deine Bühne. Okay, also die Herausforderung damals im Herbst 2015 bei Busmeister war, dass 90% des Traffics eigentlich über die bezahlte Suche kam, sei es jetzt Bing oder Google AdWords gewesen. Und natürlich wollte man da natürlich auch in den SEO-Bereich mit reinkommen, um einfach die Kosten, die man bezahlt, um Kunden zu akquirieren, zu senken. Das war so die Kernaufgabe von der Geschäftsführung. Sodass ich mir quasi Gedanken machen sollte, wie kann man Busmeister eigentlich ausrichten im SEO-Bereich, und was muss man dafür machen und was macht der Wettbewerb, was wir für uns halt noch mitnehmen können. Und da haben wir halt dann angefangen, erstmal die Kernfrage für uns zu stellen. Was können wir und was wollen wir eigentlich in Zukunft können? Was wir gut konnten, war einfach, wir hatten ein eigenes Netzwerk an Buspartnern, also die auch für uns schon gefahren sind im Bereich Klassenfahrten. Und wir hatten selber auch in Dresden eigene Busse, die wir natürlich auch für Fahrten mit anbieten können. Und genau das wollten wir eigentlich erreichen, dass wir quasi in der Zielgruppe, sei es jetzt die Volkssolidarität, die mit ihren Rentnern irgendwelche Busfahrten macht, als auch Schulen, die innerstädtisch Fahrten haben, oder andere Reiseanbieter, die auf uns aufmerksam werden, weil sie halt Busse brauchen, dass wir die ansprechen können. Und dann haben wir noch geschaut, was halt der Wettbewerb macht, was es damals so für große Plattformen mitgab, die auch in dem Bereich unterwegs sind. Und haben uns daraufhin dann quasi auch ein bisschen die Keywords überlegt. So vom
Von Traffic hatte ich ja schon gesagt, was halt damals wirklich eher so 80-90% kam über die bezahlte Suche. Der Rest war halt organisch und direkt, auch wenig im direkten Bereich zugriffen, weil natürlich der Brand auch noch nicht wirklich bekannt war. Und dann haben wir halt mit den wenigen Daten, die wir hatten, vorzugsweise natürlich aus den bezahlten Suchbegriffen oder aus den bezahlten Zugriffen, eine Keyword-Recherche aufgestellt, haben geschaut, mit welchen Keywords sind die Kunden eigentlich auf unsere Seite gekommen, wie haben sie dort konvertiert. Denn die Keywords, die natürlich damals schon gut konvertiert haben im AdWords-Bereich, die sollten natürlich auch für die organische Suche mit berücksichtigt werden. Wir haben dann noch die Google Analytics-Daten mit dazugelegt und genauso die Daten aus der Search-Konsole und haben dann daraus verschiedene Listen erstellt mit Themen, die wir in dem Bereich dann auch gefunden haben, sodass wir dann das Inhaltliche eigentlich darauf ausgerichtet haben, dass wir zum einen Bus mieten, in Kombination mit einer gewissen Destination als Kategorie erstellt haben. Wir haben den Bustransfer, gerade wenn man im Bereich Messe oder Flughafen mitdenkt und dann so die Hotelpartner mit im Auge behält, als Kategorie erstellt. Wir hatten die Busreisen, klar, das ist so das große Geschäft. Über mehrere Tage will natürlich am liebsten der Busunternehmer die Leute irgendwo hinfahren, am besten noch vor Ort mit und dann wieder zurück. Genauso wie die klassischen Busfahrten, Eintagesfahrten quasi, sei es jetzt zum Weihnachtsmarkt oder halt irgendwelche Stadtausflüge, die halt nur einen Tag gehen. Und haben das Ganze dann quasi immer in Kombination mit den Top 20 Destinationen von Deutschland nach Einwohnern noch mitgematcht, auch von Suchbegriffen. Und die Busreisen haben wir einfach noch um die europäischen Destinationen Prag, Wien, Paris, London mit ergänzt, einfach weil da das Suchvolumen entsprechend mit groß war. Genau, nachdem wir dann quasi diese Einteilung schon mal hatten und wussten, dass das so die Struktur der neuen Seite werden sollte, war natürlich der nächste Punkt, wie kann das Ganze im Design aussehen? Wir wollten möglichst von vornherein mobile-friendly sein. Wir wollten die Call-to-Action, den Buspreisrechner quasi, den wir auch damals schon auf der Seite mit hatten, relativ weit oben mit platzieren, auch mobile. Der sollte relativ einfach auch zu bedienen sein für den Kunden, damit er möglichst schnell eigentlich zu dem Schritt kommt, dass er uns das Angebot zuschickt, beziehungsweise bei uns das Angebot antwortet, das wir ihm dann zugeschickt haben. Und klar, daumenfreundlich muss es natürlich auch sein. Das haben wir dann Ganze mit der IT und der Designerin abgestimmt und anschließend ging es eigentlich schon zu dem Punkt, wir müssen brauchen Content, weil für 4, 5 verschiedene Kategorien, teilweise immer mit den gleichen Destinationen, aber einer etwas anderen Leistung, muss natürlich auch der entsprechende Content geschrieben werden. Dafür hatten wir eine externe Redakteurin, die von entsprechendes Briefing bekommen hat und da dann die Texte dazu erstellt hat. Genau. Parallel dazu. Ist erstmal sinnvoll, aber wirklich die Hauptsilos waren halt wirklich dieses, also dass die einfach erstmal die Themensilos aufgemacht hat und in der zweiten Ebene auf die Destination gegangen sind. Genau, richtig. Also wir haben zum einen die Startseite, dann sieht man auch, wenn man jetzt quasi auf Busmeister gehen würde, die entsprechenden Hauptkategorien mit dem Thema Busmieten, Busunternehmen in Destinationen, Shuttle-Service, Tagesfahrten und Busreisen. Und dann halt das Ganze immer nochmal in Kombination mit einer Destination, richtig. Genau. Also und ich meine, man hat immer die Frage, was steigt man ein mit den Themen oder geht man, man hätte es auch umgedreht machen können. Also hätte auch theoretisch auch sagen können, ich gehe nach die Städte und mache unten drunter dann die Themen, wo man dann natürlich feststellt, dann wird die Navigation halt in der ersten Ebene relativ voll. Genau, richtig, das wollte man an der Stelle natürlich. Genau, exakt. Da du ja auch das SEA mitmachst, ist es natürlich auch für die SEA-Kollegen da natürlich sehr angenehm, weil sie dann ja auch schönere Landingpages für SEA haben. Genau, richtig. Hat sich dann später ja auch in der Conversion Rate und allem entsprechend wiedergespiegelt. Und wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir plötzlich auch Landingpages hatten, wo solche Signale wie halt der Name der Destination einfach mit drauf ist, die man dann entsprechend AdWords-mäßig auch bewerben konnte. Also wenn man vorher zum Beispiel Busmieten und dann Leipzig oder irgendwas beworben hat, dann gab es für Leipzig halt noch keine entsprechende Landingpage für AdWords. Das heißt, der Kunde hat vielleicht Busmieten noch wiedergefunden auf der Landingpage, aber das Wort Leipzig hat er dort vergebens gesucht. Und wenn man das dann noch prominent dort auf die H1 mit reinnimmt, dann war das einfach für den User schon das nächste Signal, hey, hier geht es eigentlich genau um das, was ich möchte. Absolut. Habt ihr dann auch mal durchgespielt, wie sich das für, ich meine, die Struktur und die Titles und Descriptions fallen ja auch entsprechend schön runter, wie gut sich das dann auch für eine DSA-Kampagne eignet, weil die fällt dann ja auch fast
raus, wie man will. Und die Klicks sind ja doch noch meistens noch mal signifikant günstiger, als wenn man es per Hand bucht. Genau, richtig. Also das haben wir an der Stelle dann zum Start zumindest noch nicht mitgebucht. Das wurde dann, ich glaube, nach dem ersten halben Jahr haben wir das dann auch im AdWords-Bereich nochmal mit forciert und da auch noch mehr mit gemacht. Cool. Dann gebe ich dir ja wieder zurück an dich. Genau. Also während die Redaktorin quasi parallel den Content mit erstellt hat, war natürlich für mich als SEO noch mit die Aufgabe, die ganzen Title und Description mit vorzubereiten. Ich habe mir Gedanken gemacht zu den Überschriften. Wir brauchten natürlich entsprechende Bilder. Das heißt, wir haben recherchiert, welche Bilder gibt es eigentlich dann auch zu den entsprechenden Städten. Das heißt, wenn wir natürlich Busfahrten nach Berlin angeboten haben, dann wollten wir auf dieser Landingpage natürlich auch Sehenswürdigkeiten von Berlin vielleicht schon mit anbieten. Das heißt, wir haben da die entsprechenden Bilder uns mit besorgt. Wir haben dann natürlich die Bilder auch für die Suchmaschine mit entsprechend optimiert. Genau, und das Ganze wurde halt schon im Hintergrund alles mit vorbereitet, während die Texte erstellt wurden. Als die Texte dann geliefert wurden, wurde das Ganze dann innerhalb von 3 Arbeitstagen entsprechend mit eingespielt. Und dann konnten wir eigentlich schon das erste Mal live gehen zum 1.6.2016. Genau, also wir haben doch von Aufgabenstellung bis zum Livegang knapp ein Dreivierteljahr gebraucht. Naja, ist ja auch einiges zu tun. Das ist richtig, genau. Und wenn man überlegt, dass halt Busmeister ja auch eigentlich so dieses Nebenprojekt von Herole war, dann muss man natürlich auch mal berücksichtigen, dass ein Teil der Arbeitszeit dazu auch immer noch auf Herole mit gegangen ist und Busmeister ja dann nicht quasi die 100% Arbeitszeit bekommen hat. Genau. Nach dem Livegang war natürlich dann für mich als SEO erstmal mit die Kontrolle, dass alles richtig indexiert wird. Funktioniert alles, was wir uns entsprechend vorgestellt haben. Das heißt, waren wir wirklich mobile-friendly. Wir haben den Page-Speed kontrolliert. Wir haben die Indexierung mit kontrolliert, die Weiterleitung natürlich von alten Landingpages, gerade die eigentlich mal für den SEA-Bereich waren, aber trotzdem indexiert wurden, haben wir entsprechend mit weitergeleitet. Und dann war eigentlich schon so das nächste große Thema die Aufgabe. Parallel zu dem, dass wir jetzt On-Page uns eigentlich schön aufgestellt haben, gab es natürlich noch viele Leichen im Off-Page-Bereich, sodass wir da auch erstmal einen Backlink-Audit gemacht haben und da eigentlich so die richtig schlimmen Backlinks noch gefunden haben mit Kommentaren in Blogs, die mit dem Namen verlinken. Und dann haben wir halt 40 Mal irgendwie den Johannes gehabt, der da auf Busmeister verlinkt hat, 12 Mal die Cornelia. Richtig schlimme, was hat man noch? Artikelverzeichnisse hat man noch gefunden. So dass wir da auch erstmal einen Cut gemacht haben und den Disavow mitgemacht haben, versucht haben auch Backlinks, wo wir konnten, vielleicht sagen, baut sie bitte ab. Genau, man hat es ja hier auch in der Präsentation entsprechend des Detox-Dings mit 59% rot, weil es ist immer, da weiß man muss was tun. Genau, richtig. Genau, dann haben wir das quasi auch gemacht, genau in der Folie, dann sieht man auch, dass Fred und Michael da auch mit viel dabei waren. Genau. Als entsprechende Namen und haben eigentlich dann nochmal quasi versucht, klassisch unsere Konkurrenz auszuspähen, die wirklich auch lokal immer quasi angesessen war. Das heißt, jedes kleine lokale Busunternehmen in den entsprechenden Destinationen haben wir uns angeguckt, haben geschaut, wo die so ihre Backlinks mit herbekommen und haben das natürlich für die entsprechenden lokalen Landingpages oder da, wo halt nur der Brand gepasst hat, versucht entsprechend nachzubauen. Haben natürlich auch den Fokus mitgelegt, dass wir auch lokale Branchenbücher und so weiter mitnehmen, weil natürlich die ganzen Destinations-Landing-Pages mit den Dienstleistungen auch im lokalen Bereich ranken sollten. Genau. In der Folie sieht man, oder in den Slides sieht man ja auch entsprechende Beispiele, wo wir damit verlinkt waren. Hat in der Regel auch ganz gut geklappt, einfach weil man den Bezug herstellen konnte, hier habt ihr schon einen Wettbewerb von uns mit aufgenommen, wollt ihr uns zu dem Thema Busreisen oder so nicht auch mit aufnehmen. Wurde dann eigentlich auch relativ oft entsprechend positiv zurückgemeldet. Genau, und dann begann eigentlich so der schwierige Part damals, das ganze Monitoring und mit Geduld entsprechend der Geschäftsführung kommunizieren, wann denn eigentlich so die ersten Signale zum Relaunch von Google auch zurückkommen. Und wir mussten damals wirklich so das gute halbe Jahr eigentlich warten. Das heißt, wenn wir zum 1.6.2016 live gegangen waren, dann hat man Ende Dezember 2016 damals so den ersten Ausschlag auch in der Sichtbarkeit gesehen und die entsprechenden Keywords, auf die wir uns damals fokussiert hatten, haben dann so die entsprechenden Rankings mitbekommen. Also ich hatte ja dann auch in dem Vortrag mit gezeigt, wie das Busmieten als Keyword, was ja mega relevant auch erstmal als allgemeines Keyword,
dann natürlich auch in Kombination mit den Destinationen, wie das dann von 0 auf 2 sich hochgearbeitet hat, quasi relativ schnell über kurze Wochen, das kam halt dann mit einem Schlag. Aber bis dahin ist halt knapp 6 Monate vergangen und das ist natürlich auch für die Geschäftsführung immer wieder so, jetzt haben wir das alles schön gemacht, aber es passiert gefühlt nichts. Ja, Hölle. Genau, richtig, immer wieder. Absolut. Aber ich meine, deswegen habe ich ja nach diesen anderen Zahlen gefragt, weil die sieht man dann ja immer gleich. Also wenn man sieht, man kann schon mal direkt im SEA Geld sparen und man hat eine höhere Conversion, das heißt die CPOs gerade im SEA sind halt wesentlich günstiger als vorher, hat man halt schon mal einen Erfolg und dann kann man halt nur hoffen, dass man vertrauen, wenn man sagt, guck mal, wenn man da das schon sieht an den Signalen, das Organische ist halt einfach träger, haltet mal durch, aber wir sind ja auf dem richtigen Weg und wir können es ja hier anhand dieser KPIs nachweisen, dass es gut ist, was wir getan haben. Genau, richtig. Also wir hatten es dann auch, dass quasi im zweiten Halbjahr von 2016, also quasi der ganze Zeitraum nach dem Livegang, insgesamt 22% mehr Traffic. Kann natürlich auch sollte man auch mit berücksichtigen, natürlich, dass wir dann auch entsprechend mehr AdWords-Themen gezielt immer noch mit anspielen konnten. Aber die Conversion Rate hat sich einfach nochmal um 20% insgesamt verbessert. Und das ist dann eigentlich so der Faktor gewesen, wo wir gesagt haben, hier hat sich einmal genau das gelohnt, was wir gemacht haben. Absolut, und das will man halt haben. Genau, und für 2017, also wirklich dann für ein ganzes Jahr eigentlich, wo das Ganze bei Google auch entsprechend angekommen war, war es einfach so 87% mehr SEO-Traffic, 120% mehr Anfragen über diesen Traffic. Klar muss man dabei immer noch mit berücksichtigen, die Qualität der Anfragen. Das haben wir einfach dann auch immer in Rücksprache mit der Trapo-Abteilung gemacht, sodass ich da auch immer regelmäßig nachfragen musste, ob die Qualität noch passt. Passt es zu unserer Hitrate von Angebot, was wir rausschicken und was zu einem Auftrag dann auch wird. Und das war, das lag immer auf einem guten Level. Das war ja auch schon 2017 im August quasi den Umsatz erreicht hatten, den wir als Jahresziel für 2017 ausgegeben hatten. Alles, was drüber kam, war quasi so on top und war natürlich dann auch quasi der Punkt, wo die Geschäftsführung dann ein Lächeln im Gesicht hatte und gesagt hat, war scheinbar eine gute Arbeit, die wir da geleistet haben. Absolut. Genau. Genau, das wäre eigentlich so der große Rückblick auf den Vortrag. Klar, in den Slides sieht man dann jetzt noch so die entsprechende Entwicklung von den ganzen Keywords, die wir da mal mit reingenommen hatten in den Vortrag. Immer bis zu dem Zeitpunkt natürlich von dem Vortrag damals. Man muss jetzt ein bisschen mit dazu sagen, also wer sich jetzt die Mühe macht und heute mal Busmeister bei Sistrix zum Beispiel eingibt, der wird ein bisschen feststellen, dass es da jetzt etwas abwärts geht. Du bist ja auch nicht mehr da, also ich meine, ist halt so, gell? Genau, also ich kann es halt nur sagen, was ich on-page sehe, hat sich halt da jetzt auch gefühlt seit 8-9 Monaten nicht viel getan. Was genau da im Off-Page-Bereich jetzt noch für mitgemacht wird, kann ich auch nicht sagen. Das ist halt auch dann so ein Beispiel, wenn man erstmal SEO gemacht hat und dann aufhört, an einem Projekt nicht weiterzuarbeiten, dann führt das natürlich auch dazu, dass man auch wieder an Positionen verlieren kann, weil auch der Wettbewerb schläft und mir ist auch, wenn ich das immer mal wieder mit betrachte, mir sind zwei neue Wettbewerbe definitiv aufgefallen, die da direkt jetzt auch in den Top 10 mit drin sind bei den großen Keywords, die scheinbar auch einfach genau die Strategie umgesetzt haben, die wir damals auch gemacht haben. Und wenn man sich quasi da nicht jetzt weiterentwickelt, dann wird auch da noch mehr verloren gehen. Ja, man ist halt auch ein schlagbares Thema an der Stelle. Also wenn man natürlich du brauchst die Kontakte zu dem Busunternehmen. Ich glaube, das ist schwerer, als die Webseite zu reproduzieren. Genau, richtig. Der Rest ist dann, es sind ja überschaubare Anzahl an Destinationen. Ist jetzt nicht mehr da jetzt jedes gelbe Seiten der Busunternehmen für jedes hintertüpfigen Kapf. Das wäre dann teuer in der Produktion. Genau, richtig. Sondern es ist halt, aber hier ging es ja darum, wie kann man etwas aufbauen und halten ist halt dann immer die nächste Aufgabe. Ist halt, genau, das wär so der nächste Schritt und ist natürlich auch, dass man sich vielleicht heute, das hatte ich ja damals zur Campix auch schon gesagt, vielleicht Gedanken machen müsste, ob die Strategie von damals, die damals wirklich gut funktioniert hat, ob man die heute eigentlich noch so halten würde, weil natürlich das Thema Sync-Content, ziemlich ähnlicher Content auf verschiedenen Seiten vielleicht, auch für Google ein Thema sein kann, sodass man da vielleicht auch einfach nochmal überdenken könnte, wie man die Destinationen entsprechend versucht zu optimieren. Aber im Moment nicht mehr meine Aufgabe.
Absolut. Aber ich meine, trotzdem, es sind ja wirklich wichtige Erkenntnisse da drin. Also erstens, die Seite ist von der Größe her überschaubar. Trotzdem hat es einen gewissen Dauer gehabt. Also diese Dauer, glaube ich, wird ja oft gerne unterschätzt, weil man auf der einen Seite halt auch so, ich sage das immer ganz gerne, Realtime-SEO betreiben kann. Mhm. Wenn ich mich mit einer einzelnen URL beschäftige, also ich gehe hin, ändere Title und Description, schicke die an den Index, guck nach und dann habe ich so eine halbe Stunde später den Kram teilweise drin, wo man denkt, wow, guck mal, wie schnell das hier geht. Ja, genau. Das ist halt was komplett anderes. Ob die angezeigt wird, allein schon, ob die sich aufs Ranking auswirkt, dauert schon wieder ein paar Tage. Sie wird erstmal nur anders angezeigt. Richtig, genau. Das ist ja schon mal der eine Unterschied. Und dann ist es natürlich hier mit dem erstens so mal so ein Dreivierteljahr Planung, wenn man so nebenher plant. Und was Ähnliches ist ja, wenn man, oder also Planung plus die Produktion der Inhalte und allem, bis das Ding steht. Ich finde, es ist ein valider Zeithorizont, auch wenn man jetzt sozusagen als Agenturbereich mit Kunden arbeitet, ist ja auch nicht so, dass die dann 3 Personen Vollzeit buchen. Nee, das ist richtig. Eher selten, dass sowas vorkommt. Genau, also wenn dann in der Regel eher so eine Person und dann in Personentagen und wenn man dann einem Kunden mal auch vorrechnet, was man eigentlich bräuchte, damit das Ganze wirklich zielführend auch ein Relaunch quasi ist, dann fällt der Kunde das erste Mal vom Stuhl. Genau. Ja, okay, ich meine, manche Sachen können sie dann ja auch intern, aber trotzdem, das ist halt einfach Zeit, der so etwas braucht. Man muss es halt ordentlich durchdenken, man muss es designen, die Bilder organisieren. Also das ist dann ja immer, ja, mach mal Texte, okay, Texte. So, ja. Und jetzt brauchen wir Bilder, okay, scheiße, wer hat denn jetzt Bilder? Und ihr habt ja da ja auch, also mit Bussen nimmt man dann Stockfotos oder nimmt man echte Busse, hat man irgendwie jemanden mit der Kamera und da ist man schon wieder am Diskutieren dran. Genau. Ja. Also genau, also wir haben auch für das Thema mit den Fotos mit den eigenen Bussen, um auch die eigene Busflotte zu präsentieren, auch um das Thema Bussicherheit haben wir halt dann auch entsprechende Videos mitgedreht. Wenn man sich da wieder überlegt, was man alles vorbereiten muss, welche Szenen will man eigentlich dabei haben, die sollte man natürlich vorbereitet an einem Fotografen oder einem Videoproduzenten mitgeben, wenn das Ganze erstellt wird. Das ist ein Aufwand, den man vorher vielleicht auch so noch gar nicht auf dem Radar hatte, ich selber auch teilweise nicht. Aber umso schöner natürlich, wenn man das Ganze dann mal begleitet und anschließend entsprechende Dinge mitgelernt hat. Definitiv. So, und dann geht man live und dann muss man halt harren der Dinge, die da kommen. Und dann ist der in dem Fall sogar noch ein Link-Audit hinten dran gekommen. Aber man ist so, wir haben das eben gesehen, auch beim Kunden letztes Jahr in einem von diesen ganzen Updates mit reingerasselt und haben dann auch ziemlich viel gerade gebogen. Allerdings nicht ganz so viel, wie wir wollten, weil er irgendwann gemeint hat, ja, wir machen uns passiert nichts, aber dann so vor Monat, bam, ist das Ding wieder da. Und ich sagte, das hat mit den Sachen zu tun, die wir vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gemacht haben, nicht mit dem, was jetzt letzte Woche passiert ist. Ja, also das haben wir auch, bestes Beispiel haben wir auch in der Agentur jetzt einen Kunden gehabt, kam letztes Jahr im Herbst, genau, als ich angefangen habe, wurde mir direkt mit übergeben und hieß, hier ist ein Dreivierteljahr vorher beim Relaunch scheinbar was falsch gelaufen, es geht nicht in die Richtung, die der Kunde gerne hätte. Haben anschließend nochmal eigentlich den kompletten Shop bis April über auf links gekrempelt. Es hat sich aber weiterhin nichts getan. Also es ist nicht vorwärts gegangen, nicht wirklich nach hinten oder irgendwas. Der Kunde war komplett verzweifelt, der hat auch gesagt, dann müssen wir halt hier alle Kategorien nochmal in meinem Shop über Bord werfen und machen alles von vorne nochmal komplett neu. Und genau in dem Moment, wo wir eigentlich beide soweit waren, sowohl der Kunde als auch ich, dass ich gesagt habe, gut, dann müssen wir es halt machen, weil eigentlich wollte ich es nicht, hat Google so das erste Mal das Signal gezündet, ey, was ihr eigentlich von einem halben Jahr gemacht habt, finde ich jetzt richtig, richtig gut. Und das zieht sich jetzt eigentlich die letzten 2-3 Monate komplett durch. Der ist bei seinem wichtigsten Keyword gerade auf Position 4, hat da noch ja, jemand wie EMP vor sich, an den er nicht vorbeikommen wird, das weiß er auch. Aber der freut sich gerade einen Ast ab. Naja, wir sind jetzt auch wieder mit so einem ultra generischen Keyword, aber da sehr wichtig ist, weil es so ein Traffic-Portal ist, auch wieder in den Top 3 und die freuen sich da auch wie Käse. Aber das ist so zwischendrin, bist du halt relativ verzweifelt und das ist, ich meine, ich kenne das bei unseren Studenten, da haben wir das Gleiche, die müssen ja immer ein eigenes Projekt hochziehen und wir haben jetzt das Projekt Laufzeit an der Uni einfach verdoppelt, wir haben es auf 2 Semester auseinandergetröselt anstatt einem, weil wir es nicht mehr geschafft haben, im halben Jahr die Dinger zu bekommen. Und das letzte Mal standen die halt da, sollten eine Success-Story, wir machen ja offene Vorlesungen, da kommen 100 Leute und hatten aber eigentlich gar keinen Traffic zum Erzählen und ich habe mal, die Dinger sind gut und die werden auch mal wenken, stellt euch einfach so hin, aber macht das mal als junger Mensch, weißt du? Ja, und, ist richtig. Dann sind die fertig und dann machen, wie es so Studenten sind, das Projekt ist gut, aber der Kurs ist fertig, dann machen die halt auch nichts mehr.
Ja, so, klar. Aber da kannst du einfach ein halbes Jahr später reinschauen und dann ist das Ding irgendwie, weißt du, so ein lustiger Block und der beste war dann bei irgendwie Sichtbarkeit Sistrix von bei 0,2, was jetzt für so einen lustigen Studentenblock doch jetzt mal nicht so schlecht ist. Richtig. Und sind dann halt auch irgendwie 2000 Leute am Tag drauf, bloß keiner betreut mehr die Seite. Ja, das ist dann schade. Genau, aber ich wusste halt, dass es so wird, deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach auf ein Jahr, weil sonst ist es doch einfach zu blöd und Google ist da träge und selbst John Müller hat ja dieses Jahr auf der SNX nochmal gesagt, wenn ihr anschaut, wenn ihr größere Änderungen vornehmt, dann kann das bis zum halben Jahr dauern, bis Google eine wirkliche Neubewertung über alle Signale durchzieht, weil die haben Signale, haben die sofort wirken, aber Struktursignale, das dauert, bis sie die komplett in die Bewertung reinziehen. Und dann kann das aber auch wie so ein Schub auf einmal kommen, der dann so, also der hat direkt dieses halt auch nochmal an der Stelle bestätigt. Genau, da ist eigentlich dann Boostmeister quasi auch das beste Beispiel dafür. Das ist wirklich dann, als es quasi kam, dieser Google-Schub, ging dann quasi in Feuer frei. Genau. Und das muss man einfach an der Stelle jeder wissen, der in dem Bereich unterwegs ist. Deswegen habe ich extra auf dieses ganze Thema, weil es nämlich oft vergessen wird, wenn man unterwegs ist, wenn man so etwas macht, dass man, und das klassischerweise hier war ja eine Landingpage da mit dem hier dem Formular oben. Genau. Und was ihr gehört habt, ist es ja eigentlich in die Breite zu ziehen. Genau, richtig. So, und wenn ich etwas in die Breite ziehe, also wenn ich so einen Case habe, dann muss ich sofort mit die SEA-Leute mit am Board haben und sagen, wir erwarten zwingend sofort diesen billiger Einkaufen, bessere Conversion und über DSA dann nochmal noch günstiger Einkaufen und sagen, den Effekt sehen wir sofort. Und wenn die richtig eintreten, das ist ja schon fast, dann weiß man auch, dass die Nutzersignale gut sein werden. Genau, das haben wir ja auch. Nutzersignale. Also, und dann sagt man, da müssen wir nur noch warten, bis Google die gefressen hat. Genau, das haben wir auch gesehen. Also wir haben gerade dann auch bei Landingpages, wenn es darum ging, Busmieten in Berlin zum Beispiel, dann war halt auch schon vor ausgefüllt der Punkt Berlin. Das heißt, möglichst wenig Schritte eigentlich bis zur Anfrage bei uns. Die Punkte haben wir natürlich auch dann damals mit reingenommen. Das waren halt so Kleinigkeiten, die es vorher auch in diesem Buspreisrechner, den es vorher schon gab, die damals noch nicht mit berücksichtigt waren, die wir dann im Relaunch einfach mit reingenommen haben. Das ist geil. Also an der Stelle danke für die Vorstellung dieses wirklich sehr schönen Projekts. Auch einfach als Case für jeden, der da irgendwo unterwegs ist, einfach mal durchhalten, wenn ihr denkt, etwas Gutes gemacht. Genau. Kann einfach dauern bei diesem Google. Es ist nicht mehr das ist nicht das Schnellste. Nee, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für viele von uns. Definitiv. Man erinnert mich ja schon fast an meine tiefste SEO-Jugend, wo man noch auf Google Dances gewartet hat, weil sich dazwischen drin auch einfach nichts bewegt hat. Das war ja noch Zeiten, da war man irgendwie auf 3 und wusste, solange jetzt kein Google Dance kommt, werde ich da auch sein die nächsten 5 Monate, egal was passiert. Ja, genau. Man ist, lang ist her ist die Zeit, aber man hat so manchmal so das Gefühl, man torkelt da irgendwie wieder rein mit ihrer KI, die scheint halt nicht die schnellste zu sein. Nee, das ist richtig. Momentan verfallen sie ganz schön auch in Altlasten. Genau. Cool. Nee, dann danke ich dir dafür und bitte. Hoffe von euch Zuhörern auf rege Kommentare, Kontaktdaten von dir werden ja auch angegeben. Wer Rückfragen dazu hat, kann sich da sicherlich auch gerne melden. Wer irgendwo Dresden ist, eine gute SEO sucht, weiß ja jetzt auch, wo er hingehen kann. Und dementsprechend danke für deine Zeit. Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt rank well.